Minus 10% hat der DAX heute nochmal gesehen. Wie weit kann ein Index fallen? Und die amerikanischen Märkte sind nur deshalb nur 5% hinten, weil dort die Limit-Down-Regel gilt. Also es ist offensichtlich nach unten nichts mehr erlaubt, zumindest mal vorläufig, bis die Börse dort eröffnet. Wir haben das in den letzten Tagen und Wochen, kann man schon fast sagen, ja mehrfach schon miterlebt, dass der Markt eben auf der Unterseite begrenzt war, manchmal sogar auf der Oberseite. Also wenn die Bewegung mehr als 5 Prozentpunkte ist, dann wird der Markt, der vorbörsliche, der außerbörsliche Markt, zumindest so lange mal angehalten, bis man da sagt, okay, jetzt lassen wir den echten Markt, also den Index, die Aktien mal wieder richtig mitlaufen. Also insofern DAX 10% nach unten. Was war dem vorausgegangen? Ob das jetzt wirklich der Grund ist? Man mag es fast bezweifeln. Denn wenn man ganz ehrlich ist, was hat man denn wirklich erwartet in der aktuellen Situation? Der Einzelhandelsumsatz in China, der ist um 20% nach unten gegangen. Ja, so what, ist das eine Neuigkeit? Es ist doch lächerlich davon auszugehen, dass das keinen Impact hatte. Jeder wusste das. Das ist also nicht wirklich eine News, wenn man ganz ehrlich ist. Die Produktion ist um ca. 13% in China eingebrochen. Ebenfalls nicht wirklich eine News. Wir haben das mitgekriegt, dass viele Betriebe gar nicht produzieren durften. Sie mussten zumachen. Das war also insofern schon absehbar. Und wir haben gesehen, dass einige Betriebe, selbst wenn sie dann arbeiten wollten, gar keine Teile geliefert bekommen hatten. Das heißt, eben auch Päuschen machen mussten. Also eigentlich, wenn man will, ein Non-Event. Denn damit war ja durchaus schon zu rechnen und eigentlich sollte das schon eingepreist sein. Allerdings die gute Nachricht, damit ist der Kurs eigentlich beim DAX jetzt dahin gekommen, wo er hin musste. Na, was ist das für eine Aussage, wo er hin musste, ist natürlich sehr vage formuliert, das weiß natürlich kein Mensch, aber das ist ein statistisch zumindest mal, wir haben es mehrfach am Chart ja auch schon besprochen, ich werde das vielleicht morgen dann wieder mal am Chartbild machen. Ein Preisniveau, wo man typischerweise sagen kann, hier ist so eine typische Ausprägung, das haben wir gesehen. Ich kann mir noch vorstellen, ich habe es immer wieder betont, dass wir sogar noch eine 7 sehen. Also es ist noch nicht gesagt, dass wir jetzt schon das Tief gesehen haben und dass wir davon ausgehen können, dass der Markt jetzt definitiv nach oben geht. Nein, überhaupt nicht. Aber die Chancen nehmen jetzt so langsam aber sicher zu, dass der Markt tatsächlich mal die Kurve kriegt. Vorsichtig, deshalb aber bitte jetzt nicht sofort alle auf die Long-Seite wechseln, denn dazu gibt es noch null Anzeichen. Und warum soll man immer der Erste sein? Sollen doch die anderen erstmal zeigen, dass sie Mumm und Kraft haben, den Markt in die andere Richtung zu bewegen. Und dann kann man da wunderbar einsteigen. Im Gegenteil, aktuell, wenn ich zum Beispiel auf den Dow gucke, der hat eine schöne Schubbewegung nach unten, eine wackelige Bewegung nach oben. Das wird uns wahrscheinlich nichts bringen, weil ich vermute mal stark, dass wir unter unserem typischen Triggerniveau die Eröffnung haben werden, wenn dann der Markt wieder freigegeben ist, also diese Limit-Down-Begrenzung eben aufgehoben ist. Damit werden wir wohl dementsprechend das als Trigger nicht verwenden können, aber ich kann mir vorstellen, dass wir das auf kleinerer Ebene ja auch Intraday heute vielleicht noch ein paar Mal sehen. Ebenfalls 10% runtergegangen, nochmal der Ölpreis. Wir sind da eigentlich in einer wunderschönen Bärenflagge, mal einzeichnen sich selber und dann mal gucken. Wir können davon ausgehen, dass da sogar noch mehr Power nach unten möglich ist. Wir sehen das sowohl auf der kleinen Zeitebene, habe ich das gesehen, als auch in einem etwas größeren Bild jetzt so über die letzten Tage hinweg oder vielen letzten Tage hinweg nach den Schubbewegungen nach unten. Dann ging es ein bisschen mal nach oben, aber mit richtig Power, davon war nicht wirklich was zu sehen. Also insofern bei den Märkten nach wie vor die Abwärtsseite die Dominante. Es gibt keinerlei Anzeichen dafür, dass der Markt jetzt dreht. Das heißt nicht, dass er das ab sofort kann. Bitte, bitte, aber nicht in den Panikmodus. Um Himmels Willen, ich darf jetzt den Einstieg nicht verpassen. Es ist gefährlich, wenn man auf diese Art und Weise unterwegs ist. Es sei denn, man ist kurzfristig unterwegs und kann sagen, hey, ich ziehe doch den Stop sofort wieder hinterher. Was soll mir denn passieren? Es kann doch gar nichts passieren. Im schlimmsten Fall schließe ich die Position im kleinen Minus oder von mir aus mit vielleicht nachgezogenen Stop, im Plus sogar. Also Chancen dafür sind auf jeden Fall mal da. Gold ist einigermaßen stabil, die wissen noch nicht wohin. Eigentlich könnte man sagen Safe Haven. Auf der anderen Seite, es haben ja viele ihre Positionen gar nicht so richtig zeitnah glattgestellt. Das heißt, die warten entweder jetzt darauf, vielleicht wieder in den Aktienmarkt drauf zu springen. Das heißt, da traut man sich ja auch nicht. Oder eben abzuwarten, um Himmels Willen. Wie geht denn das jetzt hier weiter? Also insofern ist das ein zögerliches Verhalten, was den Goldpreis aktuell eben nun mal nicht wirklich hilft. Der Markt also da einigermaßen stabil. Er ist ja an einer Widerstandszone. Er hätte es verdient, runterzukommen. Aber im Zuge jetzt der Gesamtsituation hält es sich da nochmal in Grenzen. So, ich stehe jetzt hier mitten im
Tokio und ich wollte das als Hintergrund geben. Ich weiß gar nicht, ob man davon irgendwas im Hintergrund sehen kann. Die Welt geht weiter. Japan hat über viele Jahre hier eine Rezession miterlebt. Das sind nicht die goldenen, sondern die verschenkten Jahre, wie man sagt, die verschenkte Generation. Auf der anderen Seite kann man hier nicht sehen. Ich wollte es erst von draußen machen, aber es ist ziemlich windig. Tage war jetzt noch 3 Grad, jetzt übermorgen wird es wieder 20 Grad oder über 20 Grad. Dementsprechend ist es so windig, dass mir die Haare und der Ton weggeflogen sind. Deshalb habe ich gedacht, ich mache das mal von drin. Die Leute laufen aber mit Einkaufstüten rum und insofern scheint die Welt auch danach noch weiterzugehen. Das als kleiner Hoffnungsschimmer. Es kann ja danach durchaus sehr gerne auch wieder nach oben gehen. Egal, ob das jetzt noch eine Woche dauert oder vielleicht einen Monat. Wir haben die Chance, dass wir irgendwann auch gute Einstiegskurse wieder kriegen. Wenn auch noch nicht jetzt erkennbar. In diesem Sinne, für heute, für diesen Augenblick erstmal alles Gute. Toi, toi, toi. Bisschen kürzer hoffentlich. Und Daumen drücken, dass es nicht zu schlimm wird für den Einzelnen, sondern dass wir die Phase halt einfach überleben und sagen nachher, was soll schon gewesen sein. Es ist ein Standardprogramm, was hier gerade abgespult wird und was uns schöne Kurse bescheren wird. In diesem Sinne, alles Gute.